Hallo, 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 hier ist wieder Shoki Banoki. On the road. On the road. On the road. Christian ist der Driver und ich bin der Beidriver. Beidriver. Sagen wir doch im Englischen so, oder? Ja, ja, das ist der berühmte Beidriver. I'm driving by. Genau. Wir haben heute wieder ein Thema, das wir auf der Fahrt besprechen wollen und nicht im Studio, weil wir sind jetzt gerade auf dem Weg zu unserer Live-Sendung Late Night bei Radio Rheinwelle. Ja, jedenfalls. Was stündest du denn so? Ich sag nur, was hast du gegen Radio Rheinwelle? Gar nichts, ich warte nur, bis das Thema kommt. In Detroit, Michigan, ist es vollkommen verboten, also wirklich komplett verboten, in einem Auto Sex zu haben. Mhm. Ausnahme ist, das Fahrzeug befindet sich auf dem Privatgrundstück des Paares. Es ist ungefähr so, als wenn man sagen würde, es ist verboten, in der Öffentlichkeit auf einer Couch zu poppen. Außer, also, wenn die Couch auf dem Privatgrundstück ist. Dann ist es wieder erlaubt. Also von daher, ja, da ist aber diese Ausnahmeregelung. Diese Ausnahmeregelung ist total bescheuert. Ja, natürlich. Aber das müssen die in den USA wahrscheinlich extra nochmal sagen. Dann sagen, okay, Sex im Auto ist verboten. Aber wenn das Auto bei dir daheim steht, in der Garage oder auf dem Grundstück, dann darfst du auf wieder auf dem Grundstück und wenn du ein Cabrio hast? Ist auch erlaubt. Ja, Auto ist Auto. Ja, wenn du auf dem Privatgrundstück stehst, machst du hier auf und dann... Ja, die Frage ist, muss das Auto nur auf dem Privatgrundstück stehen und man kann außerhalb schon wieder loslegen? Ja, geht ja aber nicht, weil dann kannst du ja kein Sex im Auto. Ach so, also, aber Sex auf der Straße? Wenn es deine Straße ist. Ach so, ja, also, muss man immer dazu sagen. Sex auf der Straße ist, okay. Ist verboten. Nein, nee, ist verboten. Verboten, ist genau. Verboten. Aber wenn man Privatstraße besitzt, Besitzer ist, dann kann man wieder... Dann darf man wieder hier, aber holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Ja. Oh, warte mal hier, was ist hier? Ölspur. Eine Ölspur. Ja. Okay. Auf der Ölspur ist Sex auch verboten. Weil es eine Straße ist. Ja, weil es eine öffentliche Straße ist. Aber wenn die Ölspur auf deinem Privat, in deinem zum Beispiel im Wohnzimmer. Dann kannst du legst du eine Ölspur, ja? Ja, so Olivenöl oder so, ja, okay. In der Küche beispielsweise. Ja, okay. Also habe ich habe schon ganz oft in der Küche Olivenölspuren gelegt. Das Schlimme ist, das glaube ich dir sogar. Ja. Das einfach nur, um eine falsche Fährte auszulegen, um zu simulieren, ich hätte gekocht. Ja. Um es vorzutäuschen, zu sagen, aber die Zeit war dann noch irgendwie davon. Vorgetäuschtes Kochen. Vorgetäuschtes Kochen war das, Ölspur in der Küche. Und das Gute ist ja dann, wenn die Ölspur in der Küche ist und du hast ja dann vorgetäuscht zu kochen, nach dem Kochen kommt ja immer Sex. Also bei einem Mann. Nee, bei einem Mann auf jeden Fall. Achso, weil der Mann ist ja, macht ja da was Besonderes. Genauso wie Staubsaugen, Spülmaschine ausräumen oder die... Post reinholen, genau. Ja, ja. Dann ist immer Belohnung angesagt. Belohnungssystem. Und dann ist die Ölspur in der Küche ist das dann ist halt... ist ja wie bei Hunden, die belohnt man ja auch immer. Ja, das weiß ich. So, okay. Ja. Aber in der Öffentlichkeit wäre es doof, wenn die Ölspur jetzt... wenn du sagst, guck mal, ich habe... draußen kochen wollen. Ich habe die Straße gefegt. Eigentlich war Picknick gedacht. Ich habe hier eine Ölspur gelegt. Ja. Aber wenn es in der Öffentlichkeit ist, dann geht's nicht. Ja, aber deswegen sind auch immer diese, das sind dann verbotenerweise eigentlich, ja, das sind diese Schilder, die überall stehen. Schon mal genickt? Ja, genau. Oh, grün. Ja. Mann, ich hatte eine riesen Story gerade. Du hast mich aus dem Takt gebracht. Hast du aber genickt? Verdammte Scheiße. Ja. Macht nichts, wir sind sowieso da. Ja. Wenn ihr wisst, wo ich eigentlich hin wollte, dann schreibt doch die Story gerade weiter. Ich bin total jetzt irgendwie raus. Kacke. Ja, in die Kommentare reinschreiben. Genau. Ja. Ich biege jetzt mal hier ab zu Radio rein. Wir sind gleich dabei. Wir sind da. Ich sag Cheerio, Miss Sophie, wir sehen uns. Und ich sag Gude. Bis denn.